Welche Vorteile hat eine Holding? Mein Name ist Daniel Schäfer und ich bin Geschäftsführer des Instituts für Gründung, Finanzierung und Geschäftsentwicklung und jedes Jahr begleiten wir eine ganze Reihe von Menschen dabei, sich selbstständig zu machen. Und die große Frage ist, was ist nicht nur die beste Rechtsform, sozusagen als Betriebsgesellschaft, sondern wer hält dann noch die Anteile? Und das vielleicht auch aus steuerlichen Gründen. Deshalb wird es heute meine Aufgabe sein, dir zu zeigen, wenn du deine Kapitalgesellschaft gründest und selbst die Anteile hältst als Privatperson, welche Steuern dann auf dich zukommen und im Vergleich zu einer Holding, welche Steuern da auf dich zukommen. Denn wenn du eine Kapitalgesellschaft hast und dort werden Gewinne ausgeschüttet, nun, da gibt es zwei Möglichkeiten. Die eine Möglichkeit ist, dass 60% deiner Erträge über deine normale Einkommensteuer verrechnet wird. Die zweite Möglichkeit ist, dass du auch die Ausschüttung als Gesellschafter aus der Firma herausnimmst. Nun, denn dann läuft es über die 25-prozentige sogenannte Abgeltungssteuer. Auch hier hast du relativ hohe Steuersätze. Nun, schauen wir uns nun an, was passiert, wenn du eine Holding machst. In dem Moment, wo eine andere Gesellschaft Anteile hält von der Betriebsgesellschaft. Wichtig ist hier, dass es eine beherrschende Beteiligung ist. Das heißt also, die Anteile sollten größer als 50% sein. Beispielsweise hat hier die Muttergesellschaft Anteile von 51%. Dann sprechen wir von einer Holding. Sehr häufig ist es so, dass die Mutter sehr wahrscheinlich noch weitere Töchter hat. Das kann man beliebig weiter ausbauen. Aber welche Vorteile hat es nun steuerlich, wenn eine Mutter sich einer Tochter mit mehr als 50% beteiligt, also beherrschende Position hat? Nun, nach § 8b Körperschaftssteuergesetz werden nur 5% der Gewinne in das zu versteuernde Einkommen der Muttergesellschaft hineingenommen. Was bedeutet das? Wenn wir also hier 100.000 Euro entnehmen, haben wir rund 25.000 Steuern, die wegfallen. Hier werden nur 5% der Gewinne überhaupt berücksichtigt bei der Steuererklärung. Und die Steuererklärung, wie die jetzt erfolgt bei der Mutter, das zeige ich dir jetzt am nächsten Beispiel. Die Mutter zahlt natürlich zwei Arten von Steuern. Die erste Steuer, ganz normal, ist die Körperschaftssteuer. Inklusive Solidaritätszuschlag sind ungefähr 15%. Und dann kommt noch die Gewerbesteuer dazu. Und hier sind wir auch nochmal so durchschnittlich bei 15%. Das ergibt also als Endresultat im Vergleich zu dem, was du dir als Gesellschafter, wenn du Privatperson herausnimmst, eine insgesamte Steuerbelastung von ca. 1,5%. Nun, und addieren und subtrahieren, das kannst du selbst gut und 25% versus 1,5% sind auf 100.000, 1 Million doch eine erhebliche Summe. Das ist also einer der größten Vorteile, dass du Gewinnentnahmen steuerlich vergünstigen kannst. Und damit hast du natürlich auch die Möglichkeit, viel besser das Geld, was hier in die Mutter reinfließt, nutzen, um dann weitere Töchter aufzubauen. Also der Staat will natürlich auch die Mütter, die Mutterunternehmen dazu motivieren, mehr Geld auch zurück zu investieren, mehr Geld in andere Unternehmen aufzubauen. Und das ist dein großer Vorteil. Und der letzte große Vorteil ist, und das kannst du dann auch mit deinem Steuerberater mal durchsprechen, was passiert, wenn du als Mutter dann Anteile, also den sogenannten Exit machst, das einfach mal durchrechnen, wenn deine Firma hier beispielsweise 10 Millionen Euro wert ist und du musst das dann durch deinen Spitzensteuersatz versteuern im Verhältnis, wenn die Mutter die Anteile verkauft. Da verhält es sich ganz ähnlich. Du siehst also, du hast viele Vorteile. Erstens hast du einen geringeren Steuersatz bei Gewinnentnahmen, wenn das an die Mutter geht. Zweitens, du kannst wesentlich besser und mehr Geld dann auch investieren in andere Firmen. Der dritte Vorteil ist natürlich auch die Haftungsabgrenzung. Wenn du mehrere Filialen aufbaust und eine geht es mal nicht so gut, dann geht es den anderen noch gut und die Mutter, nun, die ist außen vor, weil die dann nicht mithaftet. Und der letzte Grund ist, wenn du deinen Exit anstrebst, also deine Altersversorgung aufbauen willst, über Unternehmensanteil verkauft, das geht erstens leichter und zweitens hast du dann auch da geringe Steuerzahlung. Zusammengefasst lohnt es sich also, so einem Konstrukt sich tiefer auseinanderzusetzen, das vielleicht auch zu planen. Aber sei dir auch bewusst, was die Kosten dafür sind. Denn jede einzelne Kapitalgesellschaft, nun, die hat Gründungskosten, die hat laufende Betriebskosten für Vorsteuermeldung, du hast die Erklärungspflicht, Bilanzpflicht, Bundesanzeigerpflicht,
Also geh davon aus, dass jede einzelne Gesellschaft dich insgesamt pro Jahr zwischen 3.000 bis 5.000 Euro schon kosten kann. Plus die Frage, wer macht die Geschäftsführung? Also wenn du größere Umsätze generierst, Hunderte, Tausend, paar Millionen, nun, da macht es auf jeden Fall Sinn, vor allem wenn du expandieren willst. Aber wenn du nur ein kleines Unternehmen hast, nun, was nicht über 100, 200.000 Euro Umsatz kommt, da ist es fraglich, ob da eine Holdingstruktur empfehlenswert ist. Sprich alles mit deinem Steuerberater durch, mit deinen Anwälten und auch Notaren, wenn es zur Beurkundung geht. Und auch gerne helfen wir dir dabei, eine richtige Strategie zu finden mit unseren Steuerberatern und Rechtsanwälten, die bei uns in unserem Expertenteam sind. Dazu hast du einen Gutschein für ein kostenfreies Erstgespräch. Gerne kannst du uns weiterempfehlen oder einfach nur den Kanal abonnieren. Ich wünsche dir viel Erfolg bei deiner Unternehmensstruktur. Dein Daniel Schäfer. Vielen Dank, dass du dieses Video zu Ende geschaut hast. Gerne darfst du diesen Kanal abonnieren oder auch weiterempfehlen. Möchtest du gerne ein Erstgespräch haben, um deine Fragen zur Gründung, Finanzierung oder beruflichen Entwicklung zu klären, so findest du hier auf dieser Seite einen Gutschein. Mit diesem kannst du ein kostenfreies Erstgespräch vereinbaren, 45 Minuten an der Dauer, entweder in Berlin, in meiner Beratungspraxis oder auch gerne am Telefon. Bis zum nächsten Mal.